Hallo und herzlich willkommen zurück bei Bewusst Kochen. Schön, dass du wieder mit dabei bist hier in unserer tollen Studioküche. Und bei mir ist Jana Iger. Und da lassen wir uns das natürlich nicht nehmen, jetzt auch eine schöne Zedernussmilch herzustellen. Gerne, gerne machen wir das. Es ist sehr, sehr einfach. Und ich möchte einfach sagen, das ist die leichteste Nahrung, wertvollste Nahrung, was ich habe kennengelernt in meinem ganzen Leben und leckerste. Man braucht nicht viel, man braucht nur Zedernüsse. Wobei es ja da auch aufkommt, dass es hochqualitative Zedernüsse sind. Du sagst, dass die Qualität sich sehr, sehr stark unterscheidet. Kannst du kurz mal sagen, wiefern diese Zedernüsse jetzt besser sind als andere? Also die kommen direkt aus Taiwan, von diesen ganz hohen Bäumen, Zedernbäume, welche werfen selber reife Zapfen und also die sammeln wir. Beispiel, es wird nicht von Bäumen gesammelt, also gepflückt, das machen wir nicht. Mhm. Und deswegen der Preis natürlich liegt viel höher als Beispiel die, welche im Supermarkt findest du. Das ist ganz andere Qualität vom Nüsse. Okay. Und vom Geschmack kannst du schon ein bisschen unterscheiden. Also die sind lecker und nicht so. Die haben vielleicht ab und zu mehr Anteil vom Harz in sich. Mhm. Also schmecken ein bisschen so wie herzlich. Ja, und so, so also leicht süßlich auch. Ja. Ne? Also ich finde, die sind nicht so bitter wie andere. Ja, die haben in sich eine Note, bestimmte Note. Ja. Man unterscheidet sie. Okay. Wenn beispielsweise drei unterschiedliche Zedernüsse nimmst du und gleichzeitig eine nacheinander probierst, du merkst du sofort Unterschied. Mhm, glaube ich dir. Ja. Du hast ja erzählt, so ein Baum braucht erstmal 50 Jahre, da muss man 50 Jahre wachsen, ehe der überhaupt dann die Nüsse abgibt. Genau, das ist unglaublich, welcher Inhaltsstoff ist da drinnen. Da ist alles drinnen, was wir brauchen. Und am Tag, wenn du 100 Gramm davon isst, und das kannst du im zweimal auf ganzen Tag verteilt. Also ich mache für meine Familie gleich am Morgen so ein Drink und dann irgendwann zum Abendzeit. Weil wenn wir am Abend Zedernüsse oder Zedernmilch nehmen, bietet sich die ganzen Stoffe, um Körper zu unterstützen. Beim Entgiftung Beispiel für Leber ist das sehr gut, weil Leber entgiftet sich in der Nacht und die braucht beispielsweise Öle, die braucht Stoffe. Und wenn ich Zedernmilch trinke, verdaue ich das wesentlich schneller, wesentlich besser, als wenn ich sie kaue. Mhm. Und das ist für Kinder ist Beispiel sehr guter Ersatz für die Abendbrot. Mhm. Weil viele mögen so Abendbrot, kann man ersetzen durch Zedernmilch. Ja, wenn man noch so ein leichtes Hüngerchen hat und man soll ja vorm Schlafengehen auch nicht essen, weil es dann eben schwer im Magen liegt, da bietet sich natürlich so eine Pflanzenmilch sehr gut an. Richtig. Und da kann man Beispiel machen ohne süßes Mittel, also Wasser und Zedernüsse, dass das nur reine Stoffe reinkommen im Körper. Aber in der Früh würde ich schon vorschlagen, dass wir etwas Süßes dazu nehmen, weil es jeder Mensch mag Süßes und wir nehmen keine Zucker. Der eine mehr, der andere weniger. Ja. Wollen niemanden angucken? Ja, aber trotzdem, es ist ganz anderer Geschmack, wenn wir beispielsweise ein bisschen Dattel nehmen oder ein bisschen hochwertige Honig oder vielleicht einfach, ich weiß nicht, man braucht nicht unbedingt solche Süßmittel. Man kann im Sommer ausgereifte Beeren nehmen dazu, auch sehr gut. Man kann im Frühling auch nehmen diese Babyzapfen vom Fichte. Mhm. Das ist hoher Anteil an Vitamin C. Es macht dann nicht süßlich, sondern so richtig erfrischend diese Getränk. Und man kann so viel mit Zedernmilch machen. Und wie gesagt, da brauchst du nicht viel. Du brauchst Zedernüsse, du brauchst gutes Wasser, lieber vorgereinigt, strukturiertes Wasser. Und nach Bedarf etwas oder gar nichts. Super. Ich stelle mir das auch mit Maulbeeren echt gut vor. Ne? Gute Kombination. Also, da haben wir ja, wächst ja auch bei uns, ist im Prinzip regional. Genau. Kann man saisonal einbauen, da muss man jetzt gar nicht Datteln oder so von weit her nehmen. Und ich esse auch abends wirklich immer als Snack Maulbeeren mit Zedernüssen, die ich abends immer noch esse. Und ich vertrage die tatsächlich sehr, sehr gut. Weil die Maulbeeren auch sehr gut für das Mikrobiom sind, probiotisch wirken und auch Faser- und Ballaststoffe haben. Und die Süße ist, sage ich mal, ausbalanciert, der Fructose-Glucose-Anteil. Das heißt, es schießt den Blutzuckerspiegel nicht so hoch. Genau. Ich kenne das noch aus Russland. Wir haben noch so richtige Schwarze. Ja, genau. Und die sind noch wertvoller. Stimmt. Ja, stimmt. Aber die mögen wir auch gerne. Und das ist auch wie Datteln, so ungefähr. Richtig, man kann Rosinen nehmen, man kann alles nehmen, was man da hat, aber hochwertige natürlich. Nicht Rosinen aus dem Supermarkt, welche
verarbeitet, Rohkostqualität auf jeden Fall. Gut, wollen wir sagen, wir starten, genau. Ja, wie mache ich das? Ich bin kein komplizierter Mensch. Ich mache nicht so viele nach 100 Gramm abwiegen. Ich mache immer nach Gefühl. Mhm. Und ich sage so, wenn ich einen Mixer zu Hause habe, einen Hochleistungsmixer, ich habe beispielsweise hier eine Bianco, ich habe zu Hause Vitamix, die Ansatzbehälter, die sind unterschiedlich. Ja? Ich bedecke mit diese Messer, Mixermesser immer mit den Nüssen, dass das gut zermahlen wird. Gut. Und das ist meine quasi die Menge. Ja, dein Gefühl. Weil sonst vielleicht wird das nicht so richtig gemixt. So, wenn ich so rumnehme, so ungefähr wird das sein. Vielleicht noch ein bisschen. Wir sind ja zu dritt, beziehungsweise zu sechst. Ja. Auch gerne mal zu acht. Dann nehmen wir Honig. Ah, okay. Also ich nehme jetzt auf jeden Fall. Ja, ja. Das ist ein spezieller Rohkosthonig, den ihr vielleicht auch mal ganz exklusiv drunter bekommen könnt. Er ist aber sehr, sehr rar und sehr, sehr aufwendig in der Produktion. Und ich würde euch empfehlen, wenn ihr Honig nehmt, wirklich nur hochwertigen, weil Jan und ich haben ja ein langes, ausführliches Video darüber gemacht, was heute im normalen Honig alles so drin ist. Genau. Man kann Honig sehr gut testen, wenn man beispielsweise frischen Honig nimmt und im Teller liegt und dann Wasser aufgießt und dann bewegt, nimmt er quasi Wappenstruktur, also schaut wirklich wie eine Mandala-Muster. Ach, das ist richtig guter Honig und da achte ich auch sehr, sehr, sehr stark auf die Honig, sonst du machst mir sich kaputt, weil sonst hast du Zucker. Ja, quasi, ganz genau. Zuckerwasser. Thema Wasser. Ganz wichtig, hochstrukturiertes Wasser. Ihr seht hier die Blume des Lebens drauf. Dieses Wasser ist hexagonal, das heißt, es ist zellgängiger. Das heißt, es geht durch die Aquaforine in die Zelle rein, polarisiert in der Zelle, drückt den Elektrosmog raus und führt dazu, dass die Zellspannung um -7 mV zunimmt. Das ist alles Biochemie, Leute. Heutzutage ist die Wasserforschung so weit, dass man es durch bildgebende Verfahren sogar sichtbar machen kann, wie die Wasserkristalle hier aufgebaut sind. Wieso ist sauberes Wasser so wichtig? Man kann doch auch Wasser aus dem Wasserhahn nehmen. Ja, aber Wasser aus dem Wasserhahn ist tatsächlich nicht immer sauber. Kommt natürlich auch immer darauf an, in welcher Stadt man wohnt. Das kann man auch testen lassen. Man kann die Wasserqualität testen lassen. Aber oft ist es einfach so, dass gerade im Altbau sehr, sehr alte Rohre sind. Und da kommt natürlich viel Dreck mit nach oben. Und ja, also gesundes Wasser oder sauberes Wasser hat natürlich auch den Vorteil, es tut eben auch entgiften. Und auch gerade für Menschen, die rheumatische Erkrankungen haben, entzündliche Erkrankungen haben, kann so ein Wasser sehr vorteilhaft sein. Richtig. Dann kommen die ganzen Medikamentenrückstände, Hormone, Schwermetalle, Glyphosat, Nitrat im Wasser dazu. Also ich wäre da sehr vorsichtig. Was weißt du noch über gutes Wasser, was noch erwähnenswert wäre? Wasser ist Lebensmittel für viele, aber ist ehrlich gesagt kein Lebensmittel, das ist Lebewesen. Wasser macht Sachen, über welche wir keine Ahnung haben. Mhm. Die kann sich bewegen vom einen Behälter zum anderen, beim gewissen Musikschwingen. Und deswegen, wir einfach nicht uns vielleicht oft klar sind, was ist das, aber wir entstehen als größter Teil vom Wasser. Und dieses Wasser im Körper genauso hexagonal strukturiert, wie es sein soll. Und die Menschen, welche denken, naja, mach nichts, was ich da in mir reinfühle, das stimmt nicht. Du wirst daraus wirklich deine eigene Struktur verändern. Deswegen hexagonale Wasser ist sehr wichtig, um sich selbst zu unterstützen, die Energieschwindung zu erleichtern. Ja, sonst kann der Körper Energie nicht leiten, Elektrizität. Richtig. Und dann kommen die gesundheitlichen Probleme. Deswegen, man muss schon Acht nehmen, was in uns reinkommt, weil es Bauteil von diesem physischen Körper ist. Ja, weil du gerade sagst Energie, also haben wir ja beim Aquion jetzt die tolle neue Technik, dass man das sozusagen noch mit Licht bestrahlen kann. Bisher gab es 5 Farben, jetzt seit 14 Tagen, ganz aktuell, gibt es sogar 9 Farben. Das heißt, ich kann sozusagen noch bestimmen, in welcher Stimmung mein Wasser ist. Ganz genau. Ihr seht das Gerät im Hintergrund. Dieser Aquion hier, den kann man tatsächlich sogar 2 Wochen kostenlos testen, damit ihr das, was wir ja auch so theoretisch erzählen, auch mal in der Praxis umsetzen könnt. Und den kann man sogar finanzieren für 60 Euro oder ich sage noch weniger. Ich glaube 25 Euro geht es los. Kommt darauf an, welchen Aquion man sich entscheidet. Gibt ja unterschiedliche. Aber tatsächlich bei 25 Euro monatlich kann das schon losgehen. Richtig. Und wenn man sich jetzt Flaschenwasser kauft, dann kommt man pro Tag auf 1 bis 2 Euro, sind im Monat 60 Euro. Da ist man schon günstig mit so einer Finanzierung, weil du sprachst vorhin, dass ein Alleinerziehender sich nicht leisten kann, aber mit diesen neuen Finanzierungsmöglichkeiten ist das möglich. Das heißt,
Die Finanzierung geht auch auf 6 Jahre, das müsste man mal noch sagen. Also ist auf 6 Jahre berechnet. Aber man hat eine, wie sagt man? 15-jährige Garantie. Garantie von 15 Jahren. Das heißt, wenn die 6 Jahre rum sind, habe ich immer noch 9 Jahre Garantie. Das ist Wahnsinn. Richtig. Also sehr wichtig ist gutes Wasser. Und wenn ihr das Wasser aufbewahrt, dann natürlich bitte nicht im Plastikwasser, sondern in solchen... In Plastikflaschenwasser. Plastikwasser. Am besten ist violettes Glas. Forscher haben herausgefunden, dass das Licht und die Struktur am besten erhalten bleibt, wenn wir dieses Violettglas benutzen. Und deswegen könnt ihr bei uns im Shop auch jetzt diese verschiedenen Varianten an Violettglasflaschen erwerben. Mhm, gut, richtig. Dann mach, oder du, oder wer will rein, weil ich weiß nicht wie viel, das musste vielleicht die Expertin abschätzen. Genau. Ich mache das gerne, weil entscheidende Rolle spielt, mit welcher Absicht du das alles machst. Und wie du sagst, Wasser in welche Flasche und. Aber entscheidend ist die Rolle, was du fühlst dabei. Man kann Beispiel Wasser selbst strukturieren. Man kann Wasser heilend machen oder krank machen. Deswegen, wenn jemand kocht in die Küche, muss unbedingt bewusst sein, dass er seine Familie oder Halt dabei oder anderes antut. Deswegen immer mit Liebe alles machen, meine Liebe. Ihr könnt auch zum Beispiel den Quantenstein reinhalten. Das ist auch eine Möglichkeit. Du hast ja auch immer einen. Also wenn du den, oder man braucht eigentlich nur dranhalten, man braucht nicht mal reinhalten, aber dann wird das tatsächlich das Wasser auch schon positiv geladen. Richtig, ja. Es strukturiert ihn auch hexagonal und sorgt für eine sogenannte neckentropische Ordnung. Es gibt Entropie, das ist Chaos, das ist diffus. Wir hatten es hier auf dem Apfeldicksaft mal dargestellt, weil die Firma Sojana das so gemacht hat. Das ist ein chaotischer Zustand, in dem Krankheit und Schwere und Zerstörung herrschen. Und das ist schöpferische Ordnung. Das ist höchste Bewusstsein in Form gebracht. Und das ist diese Struktur, die wollen wir auf allen Lebensmitteln übertragen. Und da wir jetzt schon so hochwertige Zedern haben, so hochwertigen Honig haben, muss das Wasser natürlich auch passen. Richtig. Und die Menschen dazu. Und die Menschen. Das ist das Wichtigste. Die habe ich vergessen. So, mit viel Liebe darfst du das jetzt mixen für uns. Wenn ich das könnte, könnte ich vielleicht ohne Mixer machen, weil es auch Elektrogerät. Mit Liebe. Ja. So, dann starten wir Gerät. Mhm. Also man kann anfangen mit langsam. Ich gehe gleich. Stopp. Aber ich komme erst, wenn die Kamera wieder laufen, dann rüber. Das war nicht die. Ich wollte nur abwischen. Okay. Gleich eine Stufe entscheide ich auch. Also ich mache keine Zedermilch zu Hause. Ja. So, Jana, du hast uns alle überzeugt, wir werden niemals Zedermilch zu Hause machen. Ich habe natürlich nicht berücksichtigt, diese, wenn es etwas schief läuft, aber normalerweise ist der Rückzug fertig. Ja. Ich muss sagen, ich bin das erste Mal auch mit dem Gerät abgehoben. Das war auch ziemlich gefährlich. Also man muss es wirklich langsam starten und nicht gleich in die Vollen gehen. Aber du wolltest halt durchstarten. Ist in Ordnung. Ja. So. Die Milch ist fertig? Ja, das ist fertig. Für euch ganz wichtig zu Hause, ganz, ganz lange mixen, also möglichst fein mixen, weil wenn ihr das zu viele Stücke drin lasst, wenn ihr Datteln reinmacht, dann ist die Süße nicht richtig aufgelöst. Wenn ihr Zedernüsse reinmacht, dann ist sie nicht richtig aufgeschlüsselt. Da habt ihr unten so einen Absatz immer. Deswegen besser, ihr macht es lange und wenn ihr einen Mixer habt, wo der Deckel abhebt, lange die Hand drauf lassen, wirklich mit Druck dagegen arbeiten. Und das sieht aber jetzt schon richtig cremig aus. Also da muss ich sagen, wirklich, du hast mich dann doch überzeugt, ich mach's doch vielleicht mal. Oh, klasse, Leute. Schaut euch das mal an, oder? So, auf euch. Cheers. Cheers. Auf Gesundheit. Ist ja schon schön warm. Ah, köstlich. Köstlich. Genau, durch das lange Mixen, durch das Rotieren der Messer wird das Wasser warm und natürlich auch ein bisschen bekömmlicher jetzt. Brustmilch ist auch leicht warm. Ja, stimmt. Und man braucht nicht unbedingt so lange mixen, man kann wirklich kürzer mixen. Und, Also stell es mir kalt auch angenehm vor, ja, also so kühl. Ja, ich mag auch eher kühler. Ah, okay. Gut. Und muss man noch dazu sagen, man kann wirklich weglassen, komplett Honig, es wird nicht viel Unterschied jetzt sein. Ach so, ihr habt gesehen, dass es nur ein Teelöffel vom Honig ist, es ist ganz wenige. Auf die Mähne ist es wahrscheinlich 1,5 Liter, so wie ich anschätze. Deswegen, also diejenige, wir... Mach Diät. Es ist wirklich sehr gute Diät-Trink. Man nimmt bei ihm ab.
Menschen mit Übergewicht wirklich sehr gut empfehlenswert. Mhm. Und man denkt, ja, da ist doch so viel Fettanteil, aber wie gesagt, das ist gesund als schädlich. Richtig. Man kommt sogar in die Ketose, das heißt, man kann vormittags so eine Milch trinken, braucht keine echte Mahlzeit und hat durch die mittelkettig gesättigten Fettsäuren, die in Zedernüssen auch enthalten sind, die Möglichkeit, Ketonkörper zu bilden, die einen lange fit und vital halten. Wunderbar. Also ich muss sagen, das war mit Abstand die aufregendste Milch, die ich je bekommen habe. Also ich kann wirklich sagen, du hast alles gegeben. In diesem Sinne sage ich dir vielen lieben Dank, Jana. Wir lassen uns die Milch jetzt noch schmecken und Jana wird auch noch ein bisschen bei uns bleiben und schaltet wieder ein, immer Sonntag bewusst kochen um 16 Uhr hier auf YouTube. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.